zu sagen, gebaut für alle ist eigentlich sehr angemessen, weil sowohl Kurt Kühne als auch Julius Schulte den expliziten Anspruch hatten, nicht für bestimmte Gruppen, nicht für bestimmte Interessen ihre Architektur und ihre Planung zu investieren, sondern dass eine gesamtstädtische Perspektive ganz, ganz stark im Mittelpunkt stand. Die Ausstellung ist für mich und alle, die quasi ein Herz für Architektur haben, sehr sehenswert. Es geht um die Biografien der beiden Planer, Kurt Kühne und Julius Schulte, die auch nicht so bekannt ist. Wir wollen Architektur, die nach wie vor sehr, sehr gut funktioniert, exemplarisch aufzeigen. Kurt Kühne, das merkt man ein wenig vielleicht an der Architektur, war natürlich zunächst einmal Baudirektor der Stadt Linz ab 1915. Seine Bauten sind ganz, ganz stark, vor allen Dingen dann eben nach dem Ersten Weltkrieg geprägt. Es galt in Linz die wirklich grassierende Wohnungsnot und die grassierenden fürchterlichen Wohnverhältnisse vieler zu beseitigen bzw. zumindest eine Linderung oder Verbesserung herzustellen. Der erste Impuls, den er setzt, ist dann wirklich eine Wohnanlage in sehr großem Maßstab, nämlich die Wimhölzelstraße, die er schon in der ersten Planungsphase auf 1000 Wohnungen anlegt, von denen er selber dann allerdings nur ca. 160 Wohnungen realisieren kann. Der zweite große Sektor, den er bedient, sind dann öffentliche Baumaßnahmen. Allen bekannt in Linz zumindest ist das Parkbad mit ganz, ganz vielen sozialen Funktionen auch. Was man sich, glaube ich, heute kaum noch vorstellen kann, ist, dass all diese Bauten, über die wir heute sprechen, eben auch ganz starke soziale Funktionen haben. Ein anderes wichtiges Beispiel, die Volksküche, wo er mit hohem architektonischen Aufwand, mit einer sehr hohen, sehr schönen städtebaulichen Wirksamkeit, quasi im norddeutschen Backsteinstil errichtet, das dann aber eine Aufgabe erfüllt, die vielleicht heute marginalisiert wird, nämlich tatsächlich eine Armenausspeisung. Und da sieht man etwas, was auch heute vielleicht manchmal verloren geht, dass eben eine soziale Aufgabe eben ein sehr anspruchsvolles, sehr auch reizvolles, ästhetisch wirksames Kleid bekommt. Es gibt sehr bekannte Bauten, an denen die Linzerinnen häufig vorbeigehen. Da spreche ich vom Parkbad, Fleischmarkthalle, Schulgebäude, Disterwegschule, Weberschule, Körnerschule. Also ganz viele eben Orte, die viele Menschen besuchen. Und nicht zuletzt eben auch der Wohnbau von Julius Schulte. Er hat viele Jahre für die Wohnbaugenossenschaft gebaut, wie am Froschberg, beim Wasserwald, Schalins. Also wenn man offenen Auges durch die Stadt geht, kann man eben auch vieles, das nicht so bekannt ist, wahrnehmen. Linz war eine Stadt mittlerer Größe und hatte, als Julius Schulte nach Linz gekommen ist, rund 59.000, 60.000 Einwohner. Julius Schulte ist jemand, der eine stark baukünstlerisch orientierte Ausbildung genossen hat in Wien, der auch eine Zeit lang am Bauamt engagiert war. Er ist sehr experimentierfreudig, sehr verspielt und er ist jemand, der auf eine sehr individuelle Weise 3, 4 Kräftefelder der frühen Moderne, gerade auch in Österreich, quasi auslotet und in eine Symbiose, in eine Synthese überführt. Eines dieser Kraftfelder ist die Prägung einer neobarocken Tradition durch Friedrich Ohmann. Ein ganz wichtiges Feld ist schließlich, dass er tatsächlich moderne, funktionierende Architektur und moderne, funktionierende Planung realisieren will. Zu erwähnen sind seine großen Schulbauten, die noch vor dem Ersten Weltkrieg realisiert werden, die ersten 4. Die Sinnstraße zeichnet sich halt durch einige Qualitäten aus, die letztendlich zeigen, dass Kurt Kühne jemand war, der die Bedürfnisse derjenigen, für die er baut und plant, sehr, sehr ernst nimmt. Was wir hier mal leisten wollten im Katalog, wie auch in der Ausstellung, ist, den Leuten mal den Gesamtzusammenhang zu zeigen und genau diese Frage der Prägung, wo und an welchen Stellen, in welchen Dimensionen, mit welchen Aufgaben, ist da eigentlich sehr, sehr maßgebliche Architektur geschaffen worden.